du noch mehr Kippen dabei? Antworte mir! Das ist Koks! Aha! Du hast also einfach Waffen. Blärt, meine Freunde, was geht? Wir kommen zu diesem wunderschönen Spiel. Heute spielen wir gemeinsam Kontraband Police die Demo. Ich bin ein Grenzpolizist in einem wunderschönen, fiktiven, osteuropäischen Staat. Und dieser Akzent ist absolut schlecht und den hätte ich mir sparen können. Wir gehen hin und kontrollieren an der Grenze, wer hat Drogen dabei, wer hat Waffen dabei, wer hat Zigaretten und vor allen Dingen, welche unschuldigen Leute können wir verletzen? Karikata Border Crossing in Afghanistan. Bro? Bro, you good? Er ist ja mal anders gruselig. Ich will hier raus. Ich will raus aus dem Auto. Irgendwie ist mein Kollege mir sehr suspekt, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist jetzt nicht ganz so das... Also... Oh, oh, da ist die Grenze. Okay, danke, Bro. Okay, also wir arbeiten jetzt an der Grenze. Ah! Ah! Bruder! Bro, deine Tür ist auf! Okay, wir sind jetzt also hier an der Grenze. Guten Tag. Ich bin der Neue. Moin, YouTube. Ich habe das Gefühl, dass alle meine Kollegen an irgendeiner Behinderung leiden. Okay, also wir arbeiten jetzt an der Grenze hier in diesem fiktiven Land in Krostini Krostov. Und wir müssen jetzt Autos kontrollieren. Und das macht eine Menge Spaß. Und ich zeige euch jetzt genau, warum. Wo sind wir hier? Das hier ist scheinbar so eine Art Lager. Achso, hier ist also unser Lagerraum. Da ist also alles drin. Okay, dann haben wir hier den Custody Room, aka Gefängniszellen wahrscheinlich. Und hier sitzt Strebnevjov. Upgrade. Ich kann den Mann upgraden und der wird dann besser. Okay, hier passen 4 Gefangene. Okay, das ist also die Gefängniszelle. Interessant. Ja gut, wir haben das Office also ausgecheckt. Interessant, okay. Okay, was muss ich machen? Dokumente. Ah ja, Tab. Ah ja, hier, Border Control. Ah, hier steht also alles drin, was ich machen muss. Okay, jetzt kommt also der Erste zur... Okay, jetzt kommt der Erste hier hin, den wir kontrollieren müssen. Kollege, du hilfst mir, oder? Nee. Stehen bleiben. Kommen Sie bitte. Stehen bleiben. Was? Excuse me. Motorhaube auf. Hallo? Die Motorhaube auf. Zeig mir mal deine Dokumente, Kollege. Okay, wir nehmen seine Dokumente. Sergei Ivanovich. Sergei Ivanovich. Das passt. Okay. Docs, mistakes are only for the... Okay, also haben wir hier schon mal die Nummer, die falsch ist. Dann können wir den Mann doch jetzt erschießen, oder? Richtig. Ja, ich würde sagen, der ist safe. Wir lassen einfach alles offen. Passt. Fahr weiter. Rein mit dir. Alles klar. Und der nächste Kollege. Ah, wir müssen wiegen hier. Ah, okay. Alle Fahrzeuge haben nur eine bestimmte Masse, die sie haben dürfen. Okay, 660 Kilo. Der hat bestimmt Drogen dabei. Ja, das ist ein Käfer. Der sieht aus wie Unge. Gib mir deine Daten. Of course, here we go. Her damit! Dann gucken wir mal, was du da hast. Mismatch. Da haben wir schon was Falsches. Das ist hier falsch, Kollege. Passportnummer. Das stimmt. Na gut, Kollege. Also, das ist schon mal falsch. Und einen Plattenreifen drücken wir auch noch rein. Kommst nicht rein. Oh nein, nicht kaputt. Raus mit dir. Fahr raus, los. Der nächste, bitte. Der hat Drogen dabei. Das weiß ich. So, Kollege, dann zeig mir mal deine Papiere hier. Papiere. Ja, her damit. Also, wie viel wiegst du denn, du fette Stück Scheiße? Okay, bist gerade noch im Rahmen. Aber weißt du was? Ich lass dich nicht rein. Ehrenmann, Bro. Dann nehme ich hier wieder Folgendes. Raus mit dir. So, hau ab, komm. Nächster. 1700 Kilo. Great, okay. Gut, wir wiegen dich nochmal kurz, aber das ist nicht mehr. Kollege, du darfst rein, du bist ein Guter. So, da haben wir noch einen. Der nächste bitte. Bruder, das ist einfach Antoine. Das ist Teddy Comedy, sein weißer Bruder. Genau. Kofferraum auf hier. Tür machen wir auch noch auf, die andere. So, da darfst du rein, Kollege. Also, willkommen in Kagastan, mein Freund. Rein mit dir, so. Ab dafür. Komm, rein jetzt hier, los. Was für ein geiler Arbeitstag. Now you can go to your apartment for a well-deserved... Wie soll ich da pennen? Das hat nicht mal ein Klo. Das brauchen wir morgen früh. Das rollen wir auf die Straße. Ah, jetzt geht's los. Suspect Spot. Aha, Savet White. Das ist er doch schon. Aussteigen. Jetzt gucken wir mal, Kollege, ob du hier was... Was ist das denn da? Kollege, das sind Kippen. Es werden hier keine Kippen geschmuggelt. Der hat noch mehr Sch** am Stecken. Hast du noch mehr Kippen? Hast du noch mehr Kippen dabei? Antworte mir! Jetzt schauen wir mal, Kollege, hier. Das ist Koks! In meinem Land wird kein Koks genommen. Ja, super. Und jetzt mein Messer kaputt. Du hast Koks im Auto. Mal spinnst du? Ich find's verblüfft, dass der Mann noch lebt. Der hat einen kompletten Wagen voller Koks. Handschuhfach. Kippen! Der hat den ganzen Sitz voller Kippen! Du spinnst doch. Du bist doch wahnsinnig. Was haben wir hier? Ach, Geld! Geld haben wir auch noch hier. Hey! Das ist der falsche Grenzposten, um sowas zu machen. Nicht mit mir. So, mir reicht's.
Du kommst in den Knast. So, ab dafür. Oh, die ganzen Coke-Bricks hier rein und das ganze Geld. Schönes Ding, wirklich. So, okay. Ach so, was haben wir noch? Alter, eine Eisaxt und ein Brecheisen. Der nächste, bitte. Was ist das denn? Wofür brauche ich denn eine Mistgabel? Erstmal Luft reinlassen. Stell dir vor, du kommst an der Grenze, da steht ein Typ erstmal mit einer Mistgabel. So, bitte vorfahren. So, Kollege. Einmal bitte. Habe ich gesagt, Fenster runter machen? Habe ich nicht gesagt. So, einmal bitte aussteigen. Dokumente her. Ah, ist noch gültig hier. So, pass mal auf, wenn das Ding jetzt mehr als 2000 Kilo wiegt, dann haben wir ein Problem, Kollege. Glück gehabt. Wieso hast du mir das jetzt in Rechnung gestellt? Wieso hast du mir das jetzt in Rechnung gestellt? So, mir reicht's. Ab in den Knast. Wenn du jetzt hier drüber fährst, Kollege, über das Ding bist du selber schuld. Ich würde es dir nicht raten. Ich würde es dir nicht raten. Ich sag ehrlich, ich würde nicht darüber fahren. Oh, hier ist doch bestimmt was im Tank drin. Guck mal hier. Oh. Ah, okay, unten drunter ist also schon mal nichts. Na gut, der ist nicht verdächtig, ne? Bitte einmal aussteigen, Dokumente hergeben. Wenn da irgendwas nicht stimmt, du weißt, was passiert. Knast, ne? Osman Bulut ist noch gültig. Hier, du bist ein Guter. Du darfst einreisen. Du bist ein Guter und du darfst einreisen. Mach das du. Oh, Entschuldigung. So, der Nächste bitte. Ja, so machen wir hier unser Geschäft, sag ich mal, unser Geld. Einmal wiegen. 600 Kilo. Ist es dein Ernst, du Fettsack? Aus dem Magen raus. Dokumente her. Wenn jetzt irgendwas Verdächtiges, Kollege, dann kriegen wir direkt ein Problem. Also, Adalet Öztürk. Stimmt soweit. Stimmt auch alles soweit? Gut. Ich mach mal ganz kurz hier hinten auf, Kollege. Handschuhfach ist auch nichts drin. Geh vielleicht hier hinten. Ich durchsuch den Wagen. Wenn du ein Problem damit hast, melde dich bei der Aufsichtsbehörde. Und jetzt raus dafür. Komm, du darfst ins Land rein. Bitteschön. Ab dafür. Viel Spaß, du Loser, mit deinem Plattenreifen. Der Nächste, bitte. Na, seht ihr mal, wenn man das hier ordentlich macht, dann gibt's doch Beförderungen, ne? Ich bin nämlich jetzt Konstantin. So, der Nächste, bitte. Das Wetter ist also heute nett, ja? Das Wetter ist also heute nett. Aus dem Wagen raus! Aus dem Wagen raus! Aus dem Wagen sofort raus. Ich weiß ganz genau, dass du Drogen dabei hast. Raus aus der Karre, raus. Ich hole mir eine neue Mistgabel. Oh, der Typ kommt in den Knast. Der Typ kommt sowas von in den Knast. Er hat bestimmt Drogen dabei, da bin ich mir sicher. Handschuhfach auf. Als ob du keine... Du hast Drogen dabei. Ah ja, ich weiß, wo er es hat. Im Deckenhimmel. Du machst mich pleite. Du machst mich pleite, Kollege. Contraband. Ah ja, in den Reifen also. In den Reifen also, ja? Und du denkst, ich finde es nicht. Aha! Du hast also einfach Waffen im Reifen. So, Kollege, pass mal auf. Da sind noch mehr, da sind noch mehr. Da bin ich mir sicher. Ach, Alkohol im Reifen auch noch. Was haben wir noch? Ach, auch noch mal ein paar Drogen oder was? Was ist das denn? Da sind noch mehr Drogen. Ich sehe das doch. Die Karre hau ich jetzt komplett. Siehst du das, was ich mit deiner Karre mache? So, Kollege, da sind noch mehr Drogen drin. Ich habe das gesehen. Du kommst sowas von in den Knast. Du hast es einfach dumm versteckt. Du hast es dumm versteckt. Also dann, wo waren sie? Hier. Nee, hör auf zu reden. Was ist hier drin? Was ist das da? Da sind noch Drogen drin. Ich sehe es doch. So, ab in den Knast, Kollege. Kann man am Schimmel hinten an deinem Kopf sehen, dass du nicht ganz richtig bist. So, weg damit, komm. Ach, sind wir verheilt oder was? So, Ivan, mal weg die Karre, komm. Feierabend für heute. Was ein schöner Tag, Leute. Also wirklich, ja, war heute ein guter Tag. Leute, das war Contraband Police in der Demo. Wenn ihr Bock habt, dass wir das ganze Game mal ordentlich durchspielen, dann lasst gerne Daumen nach oben. Das hat ultra viel Spaß gemacht. Wir haben sie auf jeden Fall gefunden, die Gangster und Drogenticker dieses Landes, ja. Ich bin an der Stelle raus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und checkt gerne mal den Link dazu in der Beschreibung ab. Wir sehen uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.